Tramin, traditionell in Schwarz-Weiß, ist als Tabellenvierter der Favorit. Aber die Gastgeber in Rot beginnen sehr aggressiv. Zweite Minute, Freistoß, Fabian Lahner, Pareiner nickt die Kugel über die Linie. Aber das Schiedsrichtergespann hat hier eine Abseitssituation erkannt. Von unserer Kameraposition aus gesehen ist nur ganz schwer zu entschlüsseln, ob es Abseits war oder nicht. Und so bleibt es beim 0:0. In der 18. Minute verletzt sich Dominik Kirchler. Bei dieser spektakulären Rettungstat gegen Maximilian Di Pauli am Rücken kann wenig später aber weitermachen. 10 Minuten vor der Pause. Passt Greif auf Alex Pitscher. Die Kugel landet bei Dalpiazza und solche Chancen müsste der Principe eigentlich mit verbundenen Augen verwandeln. Tut Tramins Nummer 5 hier aber nicht. In der 43. Minute bedient auf der Gegenseite Markus Niederkofler Philipp Maurer, dessen rechter Fuß noch nicht richtig kalibriert ist. Ganz anders der linke Fuß von Martin Biechler. Es läuft die Nachspielzeit. Simon Lotti auf den Radeiner Wirbelwind, der die Kugel einfach mal so ins lange Eck schießt. Ein wunderschöner Treffer, bei dem Patrick Psenner ohne Abwehrmöglichkeiten ist. Für Martin Biechler ist es Saisontor Nummer 5. Mit dem psychologisch wichtigen 1:0 für die Gäste geht es nur Sekunden später zum Pausentee in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel sind keine 20 Sekunden rum. Da flankt Di Pauli auf Biechler, der Volley mit rechts vergibt. In der 51. Minute dann diese Ecke von Alex Pitscher. Eisenstecken macht hier fast alles richtig, eben nur fast, denn sein Schuss kracht ans Quergebälk. Stark gemacht vom Mittelfeldmann. Nur beim Abschluss hat die Traminer Nummer 8 Pech. Nach einer guten Stunde hat Dalpiazza die Möglichkeit, den Sack vorzeitig zuzumachen, bleibt aber am aufmerksamen Psenner hängen. Nur 120 Sekunden später setzt Alice Kapdin Alex Pitscher nach einem Konter in Szene. Ja, und solche Chancen nutzt der Traminer Offensivspieler in der Regel. Hier verzieht der 22-Jährige aber komplett. 20 Minuten vor Schluss glänzt Pitscher dafür als Vorlagengeber. Sein Pass landet bei Di Pauli, der annimmt und mit links Psenner das Nachsehen gibt. Der Goalie der Teldra zwar noch mit der Hand dran, aber vom Pfosten springt die Kugel ins Netz. Das 2:0, es ist Maximilian Di Paulis erster Treffer in dieser Saison. In der Schlussphase könnten die Hausherren, die im zweiten Spielabschnitt in der Offensive komplett abgemeldet waren, zum Ehrentreffer kommen. Pareiner schlägt in der 84. Minute aber aus Gartners Vorlage kein Kapital. Tramin gewinnt 2:0, am Ende ein verdienter Erfolg über die Teldra, wie auch deren Co-Trainer Claudio Floriani befindet. Sie hatten 3-4 Chancen, der Sieg war sicherlich verdient. Der Treffer zum 1:0, der wegen Abseits nicht gegeben wurde, hätte den Spielverlauf aber vielleicht ändern können. Auch weil wir uns derzeit schwer tun, Tore zu schießen. Es fehlt zum Beispiel unser Topscorer Eichner. Und danach verletzte sich auch noch Bobo Niederkofler. So müssen wir mit vielen Jungen agieren. Die ersten 20 Minuten eigentlich, muss ich sagen, ist auch ein toll besser gewesen. Wir haben 10 Minuten Fußball gespielt. Sobald wir dann angefangen haben, Fußball zu spielen, dann haben wir auch, glaube ich, im Endeffekt einen verdienten 2:0-Sieg, was die zweite Halbzeit eher noch, hätte man noch einige Tore mehr schießen, wenn wir die Konter, die wir gehabt haben, besser ausnutzen. Aber von dem her sind wir zufrieden und dann 2:0 gewinnen ist ein gutes Resultat für uns.